Drohnenangriff der Hisbollah heute Morgen auf die nordisraelische Stadt Masraa. 3 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Insgesamt seien laut israelischem Militär 2 Drohnen aus dem Libanon gestartet. Eine davon wurde abgefangen. Die Sorge vor dem Ausbruch eines großen Krieges in Nahost wächst. Israel bereitet sich auf einen drohenden Vergeltungsschlag des Irans und seiner Verbündeten vor. Diplomaten und Politiker bemühen sich derweil weiter um Deeskalation. Klare Worte, auch aus den USA. Alle Parteien müssen von einer Eskalation absehen. Alle Parteien müssen Schritte einleiten, um weitere Spannungen zu verringern. Eine Eskalation führt nur zu mehr Konflikt, mehr Gewalt und mehr Unsicherheit. Der genaue Zeitpunkt des erwarteten Angriffs auf Israel ist weiter unklar. Die Bundeswehr bereitet offenbar die Evakuierung deutscher Staatsbürger im Nahen Osten vor. Sie konzentriert sich bei den Planungen vor allem auf die Rettung von Deutschen aus dem Libanon.